essere rossicore o tessere se russo rete se. Was ist? Also ich bin schon dran. Was sagst du, wir kriegen nicht Bescheid? Warte mal, sind wir wirklich schon dran? Oh, es ist ja schwarz. Hä? Was ist jetzt los? Ach so, die Hand ist da im Fisch. Okay, gut. Ich bin komisch, ja, ich mach mal kurz die Hand weg. Jo, Glück auf, sagt der Schalke Frigler seit 1999. Zum ersten Mal im Jahre 2024. Ein frohes neues und ein gesegnetes Jahr 2024. Und wieder mit dem neuen Handy. Nur die Kamera sieht ein bisschen komisch. Naja, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, die mir ein bisschen die Sorge, was anderes okay. Ja, Schalke gegen den HSV. Das Spiel es geht schon sehr viel. Sehr viel. Schalke will unten raus. Der HSV will aufsteigen. Ha! Die werden sowieso nicht schaffen. Und man sieht's hier, es ist viel los. Übrigens heute, Samstag, 20. Januar 2024. Muss mal so super vollständigen. Ja, also, man sieht hier, es ist trocken, aber bitte kalt. Und guckt euch den schönen Flutimasmann an. Sehr schön. Ja, und ich drehe mich mal um. Jo, hier ist der Schalke-Filter seit 1999. Hier gibt es schon wieder komische Leute hier. In der Gegend. Aber schaut euch mal, was ich hier anhabe. Das endlich die Trikots aus der aktuellen Saison habe ich jetzt hier. Sind zwar oder wer es werden zwar nicht alle sein. Ich habe mir das Heimtrikot, das ist zu Hause, wird wahrscheinlich ja gegen Braunschweig dann hier kommen. Aber als erstes, ob das Schwarze, weil ja, ein bisschen aus der Gegend zurückzubringen. Und wisst ihr, wo wir jetzt hingehen? Wir gehen jetzt zu unserem Platz. Und aber nochmal gucken, wie es hier drüben aussieht. Ein bisschen zu laut hier. Na gut. Wir gehen rein. Mit den Leuten hier. Um zu leben. Unglaublich. Da war das erste Mal 2024. Und mir wird schon die Tür Feuer eingeräumt. Ne? Habe ich jetzt Vogelkacke? Nein. Übrigens, da sind wir auf Vogelkacke. So. Ja, erstmal muss man hier durch die Leute hergehen. Also, was kann man sagen? Nochmal zur Hinrunde. Ja, war jetzt nicht so super die Hinrunde. Aber ich sag's mal so, die Rückrunde wird ballastisch super. Wird auf jeden Fall besser als die oder allgemein. So, wie sieht der Fitness aus? Schau euch das mal. Sieht ihr den Kerl? Der Kerl mit der kurzen Hose. Bekloppt. So, wir gehen mal hier rein in die gute Stube. Ich habe das Gefühl, dass sie wieder Bratwurst irgendwie. Oder, nee, das ist eine Suppe. Seit wann ist Leute jetzt hier? Suppe. Oh. Dachte ich schon, Abend. Deswegen, Schalke kann sich jetzt nicht leisten, sich hier auch gut zu drehen. Wir müssen jetzt langsamer und sicher um eine Suppe uns kümmern. Wir gehen jetzt mal rein. Und ta-ta! Okay. Wir müssen wann näher da rein. Hier sind wir. Und Fahnenstecker. Wieder da, wo es Neues, ihr Fahrtschrecker. Ja, waren übrigens bei den letzten Spielen im vergangenen Jahr
Beziehungsweise die letzten paar Spielen sind aber sehr wenige gewesen. Ja, aber ich sag mal so, einige sind auch recht neu da. Keine Sorge, ihr Fahrtracker, ich werde auch noch zu euch kommen. Ja. Wird übrigens sehr schwierig sein. So, und wir gehen. Wow, das ist jetzt aber. Ja, wir waren mal wieder so. Ich bin auf 05 mal gekommen. So, wo ist unser Platz? Ja, immer wieder schaue ich, wenn da neue Leute da sind. Ja, na gut. Aber wir gehen mal zu unserem Platz und der ist. Und ja gut. Ja. Wo ist jetzt unser Platz eigentlich? Da. Da ist unser Platz und da gebe ich jetzt 10. Während ich mich nochmal hier umdrehe. Bisschen Disco-Musik. Nein, wir gehen jetzt hoch. Also, Schalke Hamburg, was kann man sozusagen über dieses Spiel sagen? Es ist ein Traditionsspiel, es ist ein gefühlt Erzliga-Spiel. Und es ist auch ein kleines bisschen der geschlossene Kreis. Denn, das wusstet ihr eigentlich ja, obwohl, das ist vielleicht noch nicht so weit her. Aber im Juli 21 hatte ich hier mein Zweitliga-Debüt gegeben. Und zwar Schalke gegen Hamburg. Das war damals übrigens das erste Spiel nach gefühlt 3 Jahren Start und Pause oder so. Aber nee, es war wirklich so, das war das Spiel, wo wir quasi vor Corona etwas befreiter wurden. Befreit wurden. Und am Ende sind wir dann aufgestiegen. Und damals saß ich übrigens irgendwo da. Da saß ich irgendwo. Der Südkurve, die Videos gibt es ja noch. Wenn ihr gerne mal sehen wollt, da checkt doch mal meinen Archiven und so. Ja, werde ich übrigens nachher mal in die Dingens packen, die Videobeschreibung. Ich mache überhaupt nicht viel Videobeschreibung. Ich mache nur einfach so kurz Text und dann lade ich es hoch. Aber na gut, ich will mal ein bisschen als Alternative werden. Ich will ja noch die 200 erreichen. Wir sind kurz vor der 200. Und da bin ich schon mal die erste Karte. Ankündigung für euch. Bitte abonnieren den Kanal Schalke 1999. Abonniere, Glocke aktiviert gleichzeitig auch noch. Und was auf gar keinen Fall fehlt darf, ist kommentieren. Also so, zum Beispiel so, als würde ich jetzt hier auf euch tippen irgendwie. Videos teilen natürlich. Und die Videos zu liken. Das gefällt mir auch noch. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es da von hier aussieht. Sehr nice. Und wir warten gleich auf das Intro und ich muss erstmal was regeln. Also, ja, gut. Wir sehen uns gleich, wenn das Intro mit Quatscher und Sevi ist. So nenne ich jetzt wirklich Sevi. Bis gleich, bis auf, Glück auf.